Ich habe viel Spaß. Ich liebe Deutsch zu lernen. Ich bin seit einem Jahr hier. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Seit der Saison 2017-2018 ist er beim FC Bayern und jetzt 9 Monate in Deutschland gibt er für uns sein erstes deutsches Interview. Corentin Tolisso, Coco, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Zum Anfang würde uns interessieren, wie oft du denn in der Woche Unterricht hast und ob es dir wenigstens ein bisschen Spaß macht, Deutsch zu lernen. Hallo. Ja, immer wenn wir Training haben, mache ich davor normalerweise Unterricht. Ich habe viel Spaß. Ich liebe Deutsch zu lernen. Es ist eine schöne und schwere Sprache. Du bist noch ein sehr junger Spieler, bist nach Deutschland gekommen. Wie hast du dich mittlerweile in München eingelebt? Am Anfang war ich 3 Monate im Hotel. Aber jetzt habe ich ein Haus gefunden. Das ist besser für mich. Meine Familie und meine Freunde helfen mir sehr viel. Sie sind oft hier. Ich liebe es, hier zu leben. München ist eine schöne Stadt. Beim FC Bayern waren ja auch schon vor deiner Zeit Franzosen mit Kingsley Coman, mit Franck Ribéry. Wie haben deine Landsleute dir helfen können, dich beim FC Bayern München einzugliedern? Franck und Kingsley helfen mir. Sie sind Französisch. Das ist wichtig für mich. Ich kenne King schon lange. Wir haben in 2 Jugendnationalmannschaften zusammen gespielt. Aber im General alle Mitspieler waren sehr nett zu mir. Wie fühlst du dich mittlerweile beim FC Bayern München in der Mannschaft? Fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich in der Mannschaft wohl. Ich bin seit einem Jahr hier. Alles läuft gut, alles läuft gut. Ich bin sehr zufrieden und alle sind sehr freundlich. Jetzt hast du gleich in deinem ersten Jahr beim FC Bayern München die Chance auf 2 Titel. Die deutsche Meisterschaft habt ihr schon geholt. Das Double ist noch möglich, der DFB-Pokal. Hast du erwartet, dass du in so eine starke Mannschaft kommst? Ja, klar. FC Bayern München ist eine große Mannschaft. Jeden Jahr wollen und können wir alle Titel gewinnen. Darum bin ich hierher gekommen. Du bist direkt deutscher Meister geworden. Wie fühlt sich das an, diesen Titel zu holen? Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester auch, meine Freunde auch. Es war immer ein Traum von mir, Meister zu werden, besonders mit einer großen Mannschaft wie FC Bayern München. Lass uns noch über den anderen Wettbewerb sprechen, DFB-Pokal in Berlin. Wie siehst du eure Chancen als Mannschaft? Wir haben 4-1 gegen Frankfurt gewonnen. Ich denke, es wird ein schwieriges Spiel. Frankfurt hat eine gute Saison gemacht. Aber natürlich, wir sind FC Bayern München und wollen wir den zweiten Titel. Lass uns ein bisschen auf deine persönliche Entwicklung schauen. Du hast nicht immer von Anfang an gespielt, wurdest aber trotzdem oft auch von Jupp Heynckes noch aufs Spielfeld gebracht. Wie siehst du deine persönliche Entwicklung beim FC Bayern München? Bist du zufrieden damit? Ja, ich bin zufrieden. Wir haben viel Mittelfeldspieler, Thiago, Arturo, James, Thomas, Javi, Basti, alle wollen spielen. Ich habe viel Spiel und 9 Tore gemacht. So alles gut. Ich habe in dieser Saison viel gelernt mit meinem Trainer, mit Peter, mit meinem Mitspieler. Wir haben eine Semifinale gemacht, ein Titel gewonnen, vielleicht 2. So, ich bin zufrieden.
Auch wir und die Fans sind, denke ich, sehr zufrieden. Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen weg vom Fußball gehen. Würde uns interessieren, was unternimmst du am liebsten in deiner Freizeit, wenn du mal nicht hier am Trainingsgelände beim FC Bayern bist? In meiner Freizeit? Ja. In meiner Freizeit mache ich gerne etwas mit meinen Freunden oder meiner Familie. Ich spiele auch PlayStation, FIFA, Fortnite. Fortnite ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich lerne Deutsch und Englisch. Deutsch sehr, sehr wichtig. Für einen Franzosen ist es ja auch immer ein wichtiges Thema, Essen und Trinken. Das bayerische Essen, die bayerische kulinarische Seite, gibt es da was, was dir besonders gut schmeckt, was du weniger magst? Wie siehst du die Sache? Ich mag Apfelstrudel sehr und Brezen auch. Zum Frühstück esse ich lieber süß. Bier und Weißwurst zum Frühstück, das ist zu hart. Für mich, das ist zu hart. Ja, Coco, das war's auch schon wieder. Dein erstes deutsches Interview. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich denke, gut. Nein? Optimal. Also von unserer Seite aus, man versteht jedes Wort. Du sprichst sehr flüssig. Allergrößten Respekt vor deiner Leistung auf dem Feld, aber auch, was die deutsche Sprache angeht. Wir hoffen, du bleibst dran. Wir hoffen, du hast noch viele tolle Einsätze für den FC Bayern München. Wir bedanken uns bei dir und würden uns freuen, wenn du bald wiederkommst. Dann vielleicht schon ein Interview auf Bayerisch. Danke, danke. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber du hast es sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön. Allergrößten Respekt. Coco, danke dir. Dankeschön. Aber ich kann auch Miet kaufen. Ich kaufe mich? Ja, also ich bin in FIFA. Ich kaufe mich.